Die 15 fiesesten Fragen zum Schwerbehindertenarbeitsrecht und angrenzenden Rechtsgebieten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Schwerbehindertenvertreter und liebe Maja Lukacs, Fachanwältin für Arbeitsrecht aus München. Wie geht es dir? Ja gut, Niklas, aber ein bisschen Bammel habe ich gerade vor unserem Podcast, weil du immer so fiese Sachen mit in deinem Koffer aus Berlin mitbringst. Ja, und es sind die fiesesten Fragen zum Schwerbehindertenrecht, die ich überhaupt kenne. Und als wäre das nicht genug, du hast weitere 15 Fragen hier aus München eingesammelt. Und unser geballtes Fachwissen, und wir gehen da sehr in die Tiefe, wollen wir jetzt einfach hier auskippen über unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die bitte alle buchen mögen, SBV Teil 1, Teil 2 und Teil 3, denn da erfahren wir noch mehr. Wobei ich fast sagen muss, es ist kontraproduktiv, was wir hier machen. Wer diesen Podcast so ganz und gar versteht und durchdringt, der hat fast keinen Schulungsbedarf mehr. Maja, bist du bereit? Ich bin absolut bereit und sehr gespannt. Leg los, Niklas. SBV heute, der Podcast der WAF. Diesmal mit unseren Expertentipps für die Schwerbehindertenvertretung. Die SBV. Richtig oder falsch, die ist eine Einpersonenvertretung. Das heißt, sie besteht aus einer Vertrauensperson und aus einem oder mehreren stellvertretenden Mitgliedern. Das ist richtig. Es muss auch stellvertretende Mitglieder geben. Gibt es kein einziges stellvertretendes Mitglied mehr, dann muss ein stellvertretendes Mitglied nachgewählt werden, und zwar unverzüglich, wozu dann die allgemeinen Regeln aus der Wahlordnung zur Wahl einer Schwerbehindertenvertretung zwingend heranzuziehen sind. Richtig. Es gibt zwei unterschiedliche Wahlverfahren, nämlich das vereinfachte und das normale oder formale oder formelle. Und diese gesetzlichen Voraussetzungen sind einigermaßen tricky in Betrieben mit weniger als 50 wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen. Da muss die Vertrauensperson und der Stellvertreter gewählt werden im vereinfachten Wahlverfahren, es sei denn, der Betrieb ist räumlich zerrissen. Auch das ist richtig. Zwischen diesen beiden Wahlverfahren, dem vereinfachten und dem normalen oder regulären, gibt es keinerlei Auswahlmöglichkeit. Es geht hier nicht um irgendwelche Bequemlichkeitsfragen oder Zweckmäßigkeitserwägungen. Entweder das eine oder das andere. Entweder das eine oder das andere ist natürlich richtig. Maja, das läuft super. Die Vertrauensperson, also die eigentliche SBV, die ist freizustellen, wenn im Betrieb in der Regel wenigstens 100 schwerbehinderte Menschen beschäftigt sind. Allerdings gegen meinen Willen als Vertrauensperson kann der olle Chef mich nicht etwa freistellen. Auch das ist wieder richtig. Aber nochmal nachgefragt, wünscht die Vertrauensperson selbst keine Freistellung, also will die weiterarbeiten in ihrem erlernten Beruf, dann kann die Freistellung nicht etwa gegen den Willen der Vertrauensperson an den Stellvertreter gehen, richtig oder falsch? Völlig richtig. Und die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied, die können auch nicht ohne weiteres, anders als der Betriebsrat, eine Freistellung aufteilen, richtig oder falsch oder umstritten? Auch das ist richtig. Nicht vollständig freigestellte Vertrauenspersonen, liebe Maja, die müssen sich wie ein Betriebsratsmitglied abgemeldet haben, bevor sie Amtstätigkeit aufnehmen und nach getaner Amtstätigkeit wieder bei ihrem unmittelbaren Vorgesetzten zurückmelden. Machen die das nicht, ist das abmahnfähig und irgendwann auch kündigungsrelevant. Völlig richtig. Zwischen der Amtstätigkeit und meiner Arbeit gibt es eine Art, wie soll ich sagen, Hierarchie. Sind aus Sicht der Vertrauensperson erforderliche Aufgaben nämlich jetzt, genau jetzt, also inmitten der Arbeitszeit zu erledigen, ja, dann werde ich von meiner Arbeitspflicht befreit und dann geht meine Amtstätigkeit der Arbeit, wenn ich mich denn abgemeldet habe, immer vor. Vorrang des Ehrenamtes, immer richtig. Fast sind wir schon durch, liebe Maja. Aber nochmal im Klartext. Es ist also, das habe ich richtig verstanden, dabei bleibst du, die Vertrauensperson selbst, die im Zweifel eigenverantwortlich entscheidet, also sie selbst, nicht der Chef, in welchem Umfang während der Arbeitszeit hier für die SBV-Aufgaben tätig zu werden ist. Es gibt also eine Freistellung nach Bedarf und ob es einen Bedarf gibt, entscheidet insoweit die Vertrauensperson selbst. Natürlich, und auch dabei bleibe ich richtig. Wow. Wenn sie Fehler macht, die Vertrauensperson,
Also es stellt sich hinterher heraus, dass die für notwendig erachtete SPV-Tätigkeit doch so notwendig gar nicht war. Dann ist es wurscht, dann gibt es dafür keine Rüge, keine Abmahnung, keine Kündigung. Richtig, auch das ist völlig richtig. Das ist wurscht, sagt ihr das überhaupt hier in Bayern? Selbstverständlich. Oder ist das perfekt. Wie sagt ihr es in Berlin? Das ist egal. Egal. Ist egal, wa? Also wurscht, egal. Liebe Schwerbehindertenvertretungen. Gekündigter Arbeitnehmer. Ja, ob sie jetzt Amtsträger sind oder nicht. Maja, das weiß nun wirklich jeder, ne? Da kannst du gar nicht widersprechen. Die müssen, das haben wir ja x-mal gelernt hier, die müssen immer innerhalb der berühmten, allseits bekannten Frist von 2 Wochen Kündigungsschutzklage erheben. Oh, das ist jetzt sehr tricky. Nein, das ist falsch. 2 Wochen stimmt natürlich nicht. Wie viele sind es denn? Es sind 3 Wochen, lieber Niklas. Wie viele Tage sind das? Also ich rechne immer, es ist der gleiche Tag, an dem die Kündigung zugeht und dann halt die 3. Woche später. Ich habe es mir aber jetzt nie ausgerechnet. Also 21 Kalendertage. Ja. Und du sagst gerade, der erste Tag zählt nicht mit. In Berlin würden wir sagen, der giltet nicht. Der gilt nicht, würden wir sagen. Also zu zählen beginnt man ab nächsten Tag, denn rein rechnerisch sind es ja dann mehr als 3 Wochen. Und der letzte Tag der Frist darf nie ein Samstag sein, Sonntag oder Feiertag. Ihr habt hier in Bayern ganz andere, glaube ich, Feiertage als wir in Berlin. Genau, dann wäre es der darauffolgende Werktag, völlig richtig. Ja, vor Kündigungsausspruch natürlich ist immer der Betriebsrat anzuhören. Wenn diese Anhörung unterbleibt oder nicht ganz ordnungsgemäß ist, dann wäre die Kündigung allein aus diesem Grund unwirksam, richtig oder falsch? Völlig richtig. Deswegen könnte auch eine Probezeitkündigung, von der jeder spricht und die angeblich immer möglich ist, unwirksam sein, wenn nicht der Betriebsrat angehört wurde. Und das ist auch richtig. Handelt es sich bei dem zu kündigenden Arbeitnehmer, das sind echte Examensfragen, die wir hier stellen, um einen Schwerbehinderten, dann muss zwingend schon seit einigen Jahren immer auch die SPV angehört worden sein. Völlig richtig. Weiterhin anzuhören ist der deutsche Bundeskanzler, die NATO und der Vatikan. Die überspringen wir. Also liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die Antwort dürfen Sie nun hier geben. Der Betriebsrat kann einer ordentlichen Kündigung schriftlich, fristgemäß und begründet widersprechen. Und die Folge wäre dann, dass der Arbeitnehmer schmutzig grinsend in den Betrieb zurückkehren kann, um dort weiterzuarbeiten, bis er seine Klage gewonnen, mit uns gewonnen oder mit anderen Anwälten verloren hat. Völlig richtig. Vor Ausspruch der Kündigung gegenüber einem Schwerbehinderten, der Punkt ist wichtig, muss auch das Integrationsamt die Zustimmung erteilt haben. Dagegen kann der Arbeitnehmer dann Widerspruch einlegen und klagen, wohlgemerkt vor dem Verwaltungsgericht. Stimmt das? Das stimmt und auch das ist richtig. Maja, wie häufig hier in München und Umgebung stimmt denn das Integrationsamt den Kündigungswünschen zu? Ist das so krass häufig wie in Berlin? Ja, ich würde nicht sagen häufig, aber es sind auch keine Ausnahmen. Also wie Anwälte gerne sagen, kommt darauf an. Also sie stimmen natürlich nicht immer zu, aber es kommt vor. Ich habe aber gehört, dass es, glaube ich, Berlin und Hamburg doch öfter vorkommt. Jawohl. Ja, deswegen sollte man auch immer klagen. Und ich habe dich richtig verstanden. Der schwerbehinderte Mensch, der gefeuert wird und dessen Kündigung zugestimmt wurde vom Integrationsamt oder Inklusionsamt, wie ihr hier, glaube ich, sagt, der kann klagen vor 2 Gerichten. Nämlich vor dem Arbeitsgericht, also Kündigungsschutzklage, ganz normal innerhalb von 3 Wochen, wie du erklärt hast. Aber auch zusätzlich nach erfolglosem Widerspruchsverfahren vor einem Verwaltungsgericht. Richtig. Sollte er das machen? Hast du da gute Erfahrungen? Habe ich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Also vor dem Verwaltungsgericht nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Arbeitsgericht immer natürlich. Und wenn Sie da so einen Fachexperten wie den Niklas Pastier an Ihrer Seite haben, ist das ein Kinderspiel. Ja, liebe Maja. Der Anwalt, der niemals verliert. Bei den Verwaltungsgerichten dauert es das Verfahren auch sehr lange, bis man einen Termin bekommt. Also das ist ein bisschen schwierig. Ja, bitte, liebe Betriebsräte da draußen, liebe Schwerbehindertenvertreter, ich muss das hier nicht klarstellen. Die eigentliche anwaltliche Koryphäe, eine Anwaltslegende trotz ihres jugendlichen Alters, sitzt hier vor mir. Das ist Frau Maja Lukacs aus München. Ich spiele den Anwalt nur in Berlin. Du bist es wirklich. Eine Frage habe ich noch. Die SPV kann ihre Rechte vor dem Arbeitsgericht, wofür du die Expertin bist, jederzeit durchsetzen im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren. Und die Kosten dafür trägt der Arbeitgeber. Es gilt übrigens auch für den öffentlichen Dienst. Da spricht man, glaube ich, von dem Dienstherr. Jedenfalls zahlen muss der Chef. Zahlen muss immer der Arbeitgeber. Auch das ist völlig richtig. Vorletzte Frage. Die SPV.
Und dann haben wir wirklich alles gesagt, was wir wissen zur SBV. Die ist einzuladen in jede Betriebsratssitzung, egal was auf der Tagesordnung steht. Stimmt richtig, das? In jede richtig. Ausschusssitzung? Richtig. Wirtschaftsausschuss? Richtig. In die Gespräche zwischen dem Geschäftsführer und seiner neuen Lebensgefährtin. Ja? Wohl eher nein, auch wenn das interessant sein könnte. Auf jede verdammte Betriebsversammlung. Völlig richtig. In jedes Monatsgespräch. Richtig. BEM-Gespräch. Richtig. Cocktailpartys der gehobenen Art. Versuchen kann man es mal. In jedes Präventionsgespräch. Richtig. Ja, in so informelle Gespräche zwischen dem Chef und einzelnen Betriebsratsmitgliedern. Bisschen tricky, bisschen also ungeklärt. Ungeklärt. Ich glaube, da kann man beide, oder man kann da sicherlich beide Meinungen vertreten, sonst könnte der Arbeitgeber sich ja immer mit so einem informellen Gespräch rausreden. Mhm. Aber ungeklärt. Ja. Ungeklärt derzeit. Maja, jetzt brauche ich dich nochmal, jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein hier beinahe. In sämtliche Vorstellungsgespräche, auch mit nicht behinderten Bewerbern, sagst du ja, sagst du nein, sagst du nee, da müssen wir genauer nachhaken. Ja, soweit sich auch nur ein Mensch mit Behinderung oder Gleichstellung beworben hat, dann in sämtlichen Gesprächen. Richtig. In und außerhalb des BEM, liebe Maja, kann der schwer behinderte Mensch, jetzt kommen wir mal zu dem Arbeitnehmer, eine behinderungsgerechte Beschäftigung einklagen. Es gibt dafür einen eigenen gesetzlichen Anspruch. Da gibt es viele Leistungen, die er beanspruchen kann. Er kann zum Beispiel aus behinderungsbedingten Gründen seine Arbeitszeit reduzieren. Stimmt das? Richtig. Er kann das Hamburger Modell verlangen und kriegt es dann auch. Richtig, ein Anspruch darauf besteht, völlig richtig. Es gibt eine Arbeitsassistenz, so für wiederkehrende Routinetätigkeiten, krieg so einen Zwerg an meine Seite gestellt, der mir hilft, meine Akten zu tragen, zu lesen, der mich hin und her kutschiert. Richtig, auch das stimmt und wird übernommen auch. Bin ich ein Schlamper oder eine lahme Ente, bin ich langsam geworden, ich weiß nicht, nach meinem Schlaganfall oder so, dann könnte der Arbeitgeber auf Anregung der SBV einen Zuschuss beantragen, den Beschäftigungssicherungszuschuss. Richtig. Außerdem wird jeder Schwerbehinderte kostenfrei beraten von meiner Lieblingsanwältin aus München, von Frau Maja Lukacs. Ist das so? Das ist jetzt etwas fies, lieber Niklas. Ich sehe hier, die Frage bezieht sich auf dich, auf meinen Kollegen Niklas Pasti, aber ich antworte hier, das denke ich nicht, dass das passieren wird. Maja, das hat unendlich viel Spaß gemacht, jedenfalls mir. Auch. Ja. Das waren, liebe Kollegen, falls ihr SBV Teil 1 noch nicht besucht habt, ja, das waren die fiesesten. Die fiesesten. Fiesere gibt's nicht. Die fiesesten Fragen aus dem Schwerbehindertenarbeitsrecht. Ihr wisst jetzt schon mehr als die meisten Fachanwälte da draußen. Maja, wir sollten das eigentlich sein lassen. Wir sollten die Teilnehmer nicht so aufschlauen. Ja, aber noch mehr Informationen, Niklas, bekommen Sie ja in unseren Webinaren und Seminaren SBV Teil 1, Teil 2. Auch Teil 3, wenn es um die Träger geht und natürlich auch in den entsprechenden BEM-Seminar und Webinar. Da sehen wir uns. Bis dann.